Ja, das Netz ist ungerecht. Ehe man jetzt aber träge Richter mit digitalen Präzedenzfällen bemüht, sollte man es mal mit kreativem Ungehorsam versuchen. Samstagabend, Berlin-Friedrichshain. Eine Ausstellung von Paolo Cirio, die schon im Vorfeld für weltweite Schlagzeilen gesorgt hat. Zu sehen gibt es eigentlich nicht viel Spektakuläres. Eine Handvoll bleicher Fotoreproduktionen, die an Warhol erinnern. Die Brisanz erschließt sich erst, wenn man weiß, wer auf diesen harmlosen Siebdrucken abgebildet ist. Das hier sind alles Offizielle der amerikanischen Überwachungsorgane. Hauptsächlich von der CIA, dem FBI und besonders der NSA. Die Bilder stammen alle aus dem Internet. Sie kommen von sozialen Netzwerken wie Facebook oder Twitter und wurden definitiv nicht autorisiert. Ich würde also sagen, sie wurden von irgendjemandem gestohlen. Sieht ganz danach aus. Irgendjemand hat private Selfies und Schnappschüsse von hochrangigen Geheimdienstmitarbeitern aus dem Netz geklaut. Und irgendwie kam Paolo Cirio in deren Besitz. Der holte zum Ausspionier-Gegenschlag aus. Für sein Projekt Overexposed zog er die gehackten Privatbilder auf Leinwand. Und zwar, um sie möglichst großflächig in den Metropolen dieser Welt zu verteilen. Von New York über London bis Berlin. Seine Mission? Die Datensammler, die bis jetzt anonym geblieben sind, bloßstellen. Ich find's ziemlich lustig, mir vorzustellen, wie sie reagieren. Die werden mich wahrscheinlich nicht persönlich ansprechen, aber ich bin mir sicher, dass sie das verärgern wird. Damit haben sie bestimmt nicht gerechnet. Die lieben NSA-Mitarbeiter dürften Paolo Cirio allerdings schon eine Weile auf dem Schirm haben. Schließlich sind sie nicht die ersten Opfer seiner Guerilla-Aufdeck-Taktiken. Ich habe so meine Probleme, wenn es um den Schutz von Privatsphäre oder geistigem Eigentum geht. Das sind alles Dinge, die du in den sozialen Netzwerken nicht kontrollieren kannst. Man gibt da einfach alles preis und das ist überhaupt nicht gut. Wie schnell man die Kontrolle über seine Daten verlieren kann, bewies Cirio 2011. Er hackte sich in das System von Facebook und stahl per Zufallsprinzip 1 Million User-Profilfotos. Die ließ er dann per Gesichtserkennung nach Kategorien wie entspannter Typ oder Außenseiter sortieren und veröffentlichte sie auf der fiktiven Dating-Website Lovely Faces. Ich wollte die Leute dazu bringen, darüber nachzudenken, wie unsicher ihre privaten Daten im Internet sind. Die meisten Leute waren ziemlich sauer, haben aber nichts kapiert. Einige wollten sogar noch mehr Bilder auf meine Dating-Website hochladen. Seit mehr als 13 Jahren sorgen Cirios Aktionen für Schlagzeilen und Kunstpreise. Ob Ausstellungen, Vorträge oder Interventionen. Der 36-jährige New Yorker reist unermüdlich um den Globus, um unseren Blick für Datenschutz zu schärfen. Sein wohl bekanntestes Werk lieferte Cirio 2012 im Kampf gegen die Datensammelmaschine Google Street View. Private Momente für die Ewigkeit konserviert. Handwerker bei der Pause, Ehegatten auf dem Weg zum Seitensprung. Aber die meisten stört das nicht. Schließlich ist das Gesicht ja unkenntlich gemacht. Also alles kein Problem. Cirio denkt da anders. Für mich sind diese Leute Opfer in einem Informationskrieg. Zufällig Verwundete im Krieg zwischen Google, den Behörden, die Google stoppen wollen, und Künstlern wie mir, die damit arbeiten. Und den Algorithmen, die die Gesichter unkenntlich machen.
Chirio will den ahnungslosen Datenkriegsopfern klarmachen, dass sie überhaupt Opfer sind. Dafür begab er sich auf einen weltweiten Feldzug. Er druckte die Personen, die auf den Bildern in Googles digitalem Straßenatlas zu sehen sind, auf Papier aus und tapezierte sie genau an den Ort, an dem Google sie erwischt hat. Wie hier in Barcelona. Die Menschen haben sich so richtig über meine Aktion aufgeregt. Wahrscheinlich, weil sie dachten, dass der öffentliche Raum öffentlicher sei als das Internet. Meiner Meinung nach ist das Gegenteil der Fall. Wenn etwas im Netz ist, ist es viel exponierter als irgendetwas, das man auf der Straße sieht. Bis das auch der Letzte begriffen hat, plakatiert Paolo Chirio weiterhin die Straßen mit unseren Datenspuren.